Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge God of War. So, in der heutigen Folge wollen wir mal mit der Hauptquest weitermachen. Ich habe offscreen ein bisschen Nebenaufgaben erledigt sozusagen. Also ich habe ein paar hier die komischen Tempel freigeschaltet. Oder die Docks, zumindest die Türme, sind jetzt alle, müssten alle frei sein. Also da habe ich mir halt die Weltenrisse und so weiter geholt und ja. Jetzt würde ich sagen, machen wir doch hier oben bei der Hauptstory weiter. Schauen wir doch mal, was uns dort erwartet. Der Weg nach Jötunheim. Tyrs mysteriöse Tür auswendig machen. Schauen wir doch mal, ob wir die jetzt kriegen. Servus, Leute. Und wenn euch die Folge gefällt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Wo müssen wir eigentlich hin? Also wir müssen, glaube ich, hier runter, oder? Kann es sein? Tür nach Jötunheim. Ah, wir sind komplett falsch gelaufen, oder? Ich habe keinen Plan. Ich glaube, hier sieht es besser aus. Also rein radarmäßig kommt es schon näher. Da würde echt mal interessieren, wie weit wir überhaupt schon in der Story sind jetzt. Ich bin jetzt aktuell Stufe 6. Bin echt gespannt, was es dort an Stufen gibt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt XP 137.000 und Hacksilber 333.000. Aber ich sehe jetzt eigentlich im Moment noch keine Relevanz, dass ich hier irgendwas weiter skille oder sowas. Ich kann sie mal reinhauen. 3.000. Ja. Komm, wir machen das mal voll. Eigentlich könnte ich alles voll machen, weil es wurscht ist. So viel XP. So, was haben wir? Fernkampf. Wie schaut's hier aus? Mit der spiele ich eigentlich lieber, muss ich sagen, zur Zeit. Das macht mir richtig Fun. Soweit alles gemacht. Ich kann auch nicht mehr machen. Die aktuell. Zone. Das ist es. Okay, alles klar. Die Reise. Ein Weg nach Jötunheim. Aber was ist das hier? Ich weiß es genauso wenig wie du. Okay, Junge. Machen wir Brücke. Einmal die Brücke, bitte. Tust du das von hier? Geht noch nicht. Ist noch nicht aktiviert. Da oben ist auch noch was. Okay. Also neben Story-technisch kann man wirklich der Baum. Wir sind unterhalb der ganz schön was machen. Aber wieso ist der Boden an der Decke? Vielleicht muss das Ganze. Diese Weltentüren spiegeln die von oben. Ja. Ich muss bloß schauen, dass ich hier nicht irgendwie so die komischen Raben übersehe. Ich glaube, ich habe da eh schon einiges übersehen an Raben. Die werde ich bestimmt für die Platin-Trophäe brauchen. Ich sehe mir schon, dass ich jedes Gebiet nochmal ablaufe. Da oben. Tyr hat die schwarze Rune mit der gleichen Magie geschützt. Vielleicht ist da drin ein Hinweis. Ha! Direkt neben der Jötunheim-Tür. Interessant. Kommen wir da ran? Nicht von hier aus.
Kiste aufgegangen hier. Sieh an, ein Heiligtum in einem anderen. Diese Wandteppiche, offenbar Kunst der Riesen. Tyr muss ihnen einen großen Dienst erwiesen haben. Ich laufe noch einmal rum. Achso, hier geht's bloß dann wieder. Okay. Hier geht's einmal rum. Schaut schon sehr, sehr nice aus. Wer sind die? Bereich entdeckt. Die Halle Tyrs. Okay, hier ist wieder so ein Tafel, wo der Junge wahrscheinlich was machen kann, oder? Also jetzt noch nicht, aber später wahrscheinlich. Dort ist ein Übergang und dort ist der, wo wir gekommen sind. Junge, ist das die Rune für Jötunheim? Genau, und sieh nur, die andere Seite der Tür. Der kopfstehenden Tür. Was denkst du? Geh zurück. Alles klar. Alles klar. Und ich glaube, ihr habt sie wieder ein bisschen eingekriegt, der Kleine. Gewöhnlich. Der ganze Raum ist auf einer Art Achse erbaut. Okay, da kann man die Achse drehen. Auf beiden Seiten sind Ketten. Ohne die... Können wir den Tempel kippen? Alles klar. Wir machen bitte was? Alles klar. Oh, oh. WTF. Sehr gut. Ketten zerstören. Soll ich vorlesen? Mach mal. Junge, auf den Statuen. Ich sehe sie. Da steht Leere. Sonderbar. Na los, lies. Vor dem ersten, nach dem letzten. Zwischendrin kein Schattenfetzen. Oidu. Ist, was immer es ist. Nur durch Kippen des Tempels erreichen. Du sagtest, es gibt einen Weg. Man kann den Tempel kippen. Deshalb kippen wir den Tempel. Die Logik ist bestechend. Okay. Keine Ahnung, was passiert, wenn wir einen Raum umdrehen, der in 8 anderen Welten verwurzelt ist. Ich bin neugierig, klar. Aber ob uns das wirklich nach Jötunheim bringt? Ich mag Sprünge. Tja, wer weiß. Vielleicht bist du genauso verrückt wie dir. Also eigentlich müssten die Ketten noch hier unten angebracht sein. Wo ist das hier? Ah, hier ist wieder so ein Wandgemälde. Hier ist noch was. Da steht, er heißt Beriamir. Mutter hat gesagt, er war ein König der Riesen. Ja, das war er. Und noch einiges mehr. Er hatte wohl ziemlich viele Kinder. Junge. Gleich da. So, also machen wir erstmal hier auf. Einmal. Und wir machen hier auf. Dahinter scheint sich was zu bewegen. Wieder diese Todesfallen. Ich sehe jetzt hier aber auch nicht, wie wir da durchkommen sollten.
Und ich glaube, wir sollen ja auch noch gar nicht. Ah, doch, da. Sag mal, der Kleine könnte mich doch auch eine Waffe machen. Damit du das hier verpasst. Wir machen das Spaß. Ich sehe schon. Okay, so ging schon. Wir sind voll. Da ist so eine Windmarke. Das war schlecht. Krass. Jetzt können wir die Nibelheim-Rune lesen. Und die Weltenrune ist okay. Gehen wir hin?
bis Götter gut werden. Könnte ein Weilchen dauern. Nein, die warten nur auf uns. Okay, hier ist schon wieder viel Heilung. Schauen, dass ich hier noch alles mitnehmen. So, deswegen ist es aus jetzt, oder wie? Wie gibt's denn dieses? Müssen wir wieder zurück oder was? Okay, sieht so aus, als ob wir den kompletten Weg zurück müssen. Yeah.
Okay, jetzt wollte ich aber mal schauen, ob wir die Tür hier aufmachen können. Kisten, Kisten. So, weiter geht's. Abwechslung ist sehr wichtig. Mal schauen, dass die irgendwie gleich laufen. Okay. Na, da können wir den Boden zerstören, ne? Diesen Teil hasse ich echt. Ich weiß. Aber... müsste ja eigentlich hier oben bleiben können. Oh, ich hab's nicht gesehen, dass da Zacken dran waren. WTF. Das heißt, ich müsste das andere Ding einfrieren. Den mittleren. Okay. Verstehe ich. Ich hoffe mal, das kann man einfrieren. Wollen wir mal schauen. Diesen Teil hasse ich echt.
weiß. Das sieht er nicht. Ich sehe da nichts zum Einführen. Oder kann man da oben was wegmachen? Die Zeit wäre eigentlich lang genug. Wir sind jetzt so nah dran. Ich hatte niemals Zweifel. Na klar. Papa! Lass sie in Frieden. Die meinen offensichtlich nicht uns. Okay. Okidoki. Und da sind jetzt nämlich die. Können wir einfrieren? Okay. Da ist ein Big Heal. Sehr schön. Na komm, ah, die Sau. Heftig. Okay. Ich glaube, so schnell kommt die hier nicht durch. Okay, dann hat man das erledigt. Einmal Heilung bitte. Nur hier haben wir alles fertig, ist auch nichts mehr. So, ich muss hier irgendwie rauskommen. Okay, ich sehe schon.
Jetzt werden wir den ersten machen. Sieht's aus, Baby. Junge. Ja, Vater? Zeit, den Tempel zu kippen. Ja, Vater. Boom. Sagen wir doch nicht mehr, den Tempel kippen. Einmal voll machen, bitte. Hä? Wo bin ich jetzt? Da lang. So Leute, ich würde aber sagen, wir machen jetzt an der Stelle einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Da werden wir auch dann den Tempel kippen können, hoffe ich zumindest. Und dann schauen wir mal, was denn passiert, wenn wir den kippen. Ich bin echt gespannt. Ich denke mal, dass wir wieder hier oben mal raus müssen irgendwo. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und mit den anderen Let's Plays natürlich. Ciao, ciao, euer Andi.